So, willkommen zurück hier auf meinem Let's Play Kanal. Und ich bin hier mit meiner T92er Arti unterwegs. Ja, das ist jetzt nicht unbedingt die allerbeste Map. Aber ich aime schon mal. Ne, auf das Ding nicht. Aber hier. Da ich vermute, dass da irgendeiner. Da steht ja immer irgendwas. Irgendein TD oder was auch immer steht da immer. Und da ich einen riesen Splash-Radius habe, mit Gold, versuche ich jetzt mal mein Glück. Schuss ist raus. Oh, habt ihr gesehen? Habt ihr gesehen hier? Spult nochmal zurück, guckt es euch an. Das war ein Volltreffer. Blindshot, Volltreffer. Da stand auf jeden Fall was. Also scheißegal, was da stand, das hat auf jeden Fall jetzt nichts mehr zu lachen. T92er mit Splash-Munition, Volltreffer, da kannst du kannst du einpacken. Also der hat auf jeden Fall schon mal definitiv nichts mehr zu lachen. So, jetzt aim ich hier hin. Wie gesagt, Splash-Gold-Munition ist drin. Schuss ist raus. 800, ja, immerhin, ne, läuft. M48er Patton, schon mal eine 800er gefressen, das ist doch schon mal Chili Vanilli, würde ich sagen, wa? Zumal es sind ja nicht nur die 800 Damage, die der gefressen hat, sondern T92er mit Splash-Munition, das haut dir schon mal Module bzw. Besatzung raus, ne? Das darf man ja auch nicht unterschätzen. Am Ende des Gefechts fehlen dir dann auf einmal so ein Fahrer oder Ladeschütze oder Richtschütze oder was auch immer, wenn du schon mal repariert hast, ne? Und dann ist halt auch scheiße, ne? So für den Gegner, für uns natürlich gut. So, im Moment sind wir noch am Führen, aber hier diese Flanke auf der Seite hier ist definitiv chronisch unterbesetzt. Da die Einserlinie. Da gehören, normalerweise gehören die ganzen dicken Panzer auf die Einserlinie und nicht da Richtung Wasser. Das kann ich euch schon mal sagen. Diese Wasserseite kann man irgendwie noch deffen, aber diese Einserlinie darf normalerweise nicht so leer stehen. Das ist größter Bullshit ever. Nichtsdestotrotz, ich habe mich schon mal aus dem Acker gemacht, weil da rumstehen ist auf jeden Fall ungesund. So, ich aim mal ein bisschen hier hin. Da haben wir doch mal einen Kollegen, der ziemlich lange hier rumsteht und versucht unsere Panzer so zu flankieren und Richtung Mitte zu schießen. Ein Blindshot ist raus. Und Volltreffer. Das sind so, ey, wenn ihr seht, das sind, wenn es hier in diese Erde reinschlagen würde oder so eine Explosion geben würde, dann hieß es, ich habe nicht getroffen. Aber wenn du gar nichts hörst oder siehst, dann heißt das Volltreffer. Das heißt, ich habe da auf jeden Fall dieses Vieh, was da stand, auf jeden Fall getroffen. So. Ich aime mal hier hin. Denn diese Jungs brauchen Hilfe, weil sie unterbesetzt sind. Und der ist gekettet. Ich aim mal vorsichtshalber hinter ihm. Und Schuss ist raus. Bams! 608 raus ist der Mann. Ja, lässt sich doch sehen. Und ein Jagdpanzer E100 möchte auch gerne vom T92er ein geschenkfrei Haus haben. Wäre ich jetzt nachgeladen, dann hätte er auch sofort bedient werden können. Muss leider halt nachladen, ne? Gut, unsere Badget wird den wahrscheinlich wohl rausnehmen. Jetzt aim ich hier hin. Das ist ein T71er Scout. Und da kommt noch ein Waffenträger. Jetzt ratet mal, was dabei rauskommt. Schuss ist raus. Bams. Beide mit einem Schuss raus. Ah, wie geil ist das denn?
Du guck mal hier links unten, was unsere Leute schreiben. Wow, 2 in 1. 2 in 1. Ja, Sigi, T92er, Splash. T92er berühmt für sein Splash. Splasht alles weg. Kein Problem. So, jetzt bräuchte ich halt noch ein bisschen Kanonenfutter. Wer will noch mal? Wer hat noch nicht? Ah ja, übrigens, ich werde hier mit circa 7.500 Damage aus dem Spiel gehen. Knapp 8.000, so genau weiß ich das nicht mehr. Diese ganzen Blindshots alleine, weißt du? So. Ihr habt ja gesehen, ich hatte Blindshots, ich glaube, dreimal Volltreffer irgendwie. Und so ein Volltreffer von T92er könnt ihr euch mal ja vorstellen, was da an Schaden dabei rauskommt. So, wo habe ich denn hingeaimt jetzt? Ah. Auch Volltreffer. Volltreffer. Ah, wie geil ist das denn, ey? Ja, der hat auch nur noch weniger als die Hälfte. Immerhin, das ist ein T110 E5, ne? Der war Full AP. Und über die Hälfte habe ich dem gezogen mit der Arti. Also über 1000 Schaden hat er von mir gefressen. Und nein. Oh, das war knapp. Da hätte ich jetzt beinahe einen Teamkill rausgehauen. Wäre der jetzt viel weiter vorgefahren, dann wäre das. So, jetzt aim ich schon mal auf den. Da sieht man ja letzte Position auf der Minimap rechts. Ein roter Punkt. Bin schon mal eingeaimt. Ja, wo ist er denn? Ja, wo ist er denn, der Kleine? Ja, wo ist er denn? Na komm. Wo könnte er sein? Ah, ich habe da oben eingeaimt. Ja, pass auf, weil ich vermute den ja auch hier irgendwo. Der wird mich wahrscheinlich holen kommen wollen. Deswegen aim ich hier hin. Der will mich 100 pro haben. Ja, der ist da drüben. Es bringt auch nichts mehr da rum zu aimen, den werden die jetzt sich holen, wahrscheinlich. Nee? Ein Kill hat dann auch rausgehauen. Ja, der hat sich hier verschanzt. Da komme ich auch mit der Arti nicht mehr ran. Ah gut, hat sich eh erledigt. Ja, also eine schöne Runde mit der T92er Arti. Und ich würde sagen, habt ihr ja gesehen, das Spiel entscheidend. Entscheidend mitentschieden. Haha, geil. Abonniert auf jeden Fall auch meinen Hauptkanal mit über 16.000 Abonnenten aktuell, wo es um Kraftsport geht. Alle Links sind in der Beschreibung. Auch hier abonnieren. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao.